Hallo und herzlich willkommen zum dritten Boss, oder besser gesagt der Grabkammer bei der Forscherliga, aus der wir jetzt probieren zu entkommen. Das ist hier. Und der Flucht aus der Tempel ist eigentlich genauso wie in der vorherigen, in der einfachen Runde. Das heißt, wir müssen 10 Runden aushalten. Oder 10, wie soll ich sagen, 10 Runden. Und dafür habe ich ein kleines Deck zusammengestellt. Das seht ihr jetzt auf der linken Seite. Es ist ein Mage-Frosch-Deck, das heißt absolutes Konter. Wir probieren einfach nur zum Überleben. Dadurch, dass in der Mitte eh wieder geklärt wird, habe ich geguckt halt eben, dass ich wirklich Frosch-Nova, Frosch-Blitz, alles was irgendwie froschen kann, reinnehmen. So, und halt eben noch ganz viele Tanks. So, also, es geht eigentlich echt immer komplett gleich durch. Das heißt, wenn ihr einmal die Reihenfolge habt, wie er nacheinander vorgeht. Also das heißt, hier kommt der Ogre, den wir jetzt halt eben entsprechend ein bisschen aufhalten müssen. Wir gehen gleich die Rampe und holen uns einen Mana-Kristall. Weil wir nehmen danach den hier mit Spott, der hält 2 Runden durch. Und ja. Ich denke, das ist die beste Möglichkeit, oder? Ne, ich ziehe 2 Karten. Und bekomme hier die Eislanze, mit der ich in der Runde ihn einfach dann mal ein bisschen... Ne, ich mach doch lieber ihn. So, ich gehe ihm auf die Nerven. Er greift an, kriegt erstmal das Schild runter und spielt jetzt seinen 7-7er. So, den kann ich natürlich zum Beispiel durch einen Jäger hier wegnehmen. Und hier auf jeden Fall immer die 10, 0, 10 nehmen. Ja. Und, ja, ich spiele trotzdem weiter. Also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, obwohl ich diese 10 Schaden bekommen habe, das ist eigentlich so ein Grund, gleich aufzuhören. Aber, ja, wir probieren es einfach trotzdem mal aus. Vielleicht klappt es ja trotzdem. So, jetzt können wir anfangen hier zum Froschen. Das heißt, ich nehme sie rein. Damit kriege ich bei ihnen schon mal das Schild weg. Bei den 8-8ern. Und wir müssen nur 2 Runden durchhalten. Dann, wird eh alles unter Schutt begraben. Und es sollte nichts Großartiges passieren. Gut, das Gepolter wird schlimmer. Ich wette, in der nächsten Runde stürzt uns die Decke auf den Kopf. Yep, das macht sie, auf jeden Fall. So, wir haben da 16 Schaden liegen. Wir brauchen nichts großartig irgendwie hinzusetzen. Ich mach die 2 Karten. Ich brauche Karten. Ich glaube, er möchte sein Juwel zurück. Ja, deswegen frieren wir einfach mal alle ein. So, spielen wir noch irgendwas? Ne, die Decke stürzt eh ein dann. Nach der Runde. So, da passiert es auch schon. Das heißt, alle Karten sind wieder weg. Und wir haben einfach wieder ein freies Board und können jetzt anfangen, hier schön aufbauen. Weil jetzt müssen wir noch 5 Runden durchhalten. Und ja, das heißt, wir machen jetzt Tanking, Tanking, Tanking und halt eben einfroschen von allem, was an bösen Sachen kommt. Mit dem Untergangsverkünder können wir auch noch das Board zur Not auch clearen. Aber ich werde auf jeden Fall die 3 schon mal reinsetzen. Dann haben wir 2, um dagegen zu halten und zur Not zum Froschen. Da kommen nämlich hier die 2 mit 6, 15. Die kriegt man einfach nicht weg. Deswegen sagen wir hier entsprechend, dass ich ihn einfroschte. Ihn auch. Ich hätte auch mit einem Schäfchen arbeiten können, stelle ich gerade fest. Ach, kacke. Na gut, Schäfchen können wir nachher auch noch gebrauchen. Ach, da hätte ich mir echt was sparen können. Okay, da kommt wieder der 7-7er. Der ist natürlich, wäre gut, wenn wir jetzt einen Jäger haben. Aber ich nehme auf jeden Fall nichts. Ich möchte nicht noch einen 7-7er drin haben. Den setzen wir da drauf. Und dann eine Eisbarriere. Das Orakel habe ich deswegen ins Deck reingenommen, weil er ja keine direkten Karten ziehen kann. Das heißt, damit habe ich einfach dann auch wieder einen absoluten Kartenziehvorteil. Und für mich 2 Karten für 3 sind natürlich perfekt.
Schauen wir, was wir bekommen. Ein Nerf ist gut. Nochmal ein Froschdi. Er bekommt Schaden, macht ihm aber nichts. Dann spielen wir einen... Da braucht er zwei, um den wegzubekommen. Beim Schlickspucker braucht er auch zweimal. Ich glaube, er macht am meisten. Und wir schützen unseren Untergangsverkünder. So, und den 7-7er, damit er mir den nicht einfach wegmacht. Damit kriege ich das gesamte Board hier einmal geklärt. So, da kommt sein 5-9er. Der ist extrem, den müssen wir auf jeden Fall wegtun. Weil diese 5 Schaden sind natürlich extremst kacke. Aber jetzt ist das Board geklärt. So, jetzt können wir wieder tanken. Wir müssen noch 2 Runden durchhalten. Das sollte eigentlich ohne Probleme möglich sein. Ich kann ihn nicht angreifen. So. Jetzt kommen seine 30 Schaden. Die können wir schön einfroschen. Da bekommen wir gerade hier einen Froschdi. So, oder wir warten noch einen. Ich kann auch mit Schäfchen agieren, aber ich würde sagen, ich froschte ein. Dann habe ich da einfach ein bisschen Ruhe. Nehme ihm noch einen weg. So, ein zweites Schäfchen haben wir ja zur Not auch. Und wir haben die Runde gewonnen. Also, ihr seht es recht einfach. Ihr müsst im Prinzip nur halt eben die Zeit aussitzen können. Für die 10 Runden. Und dann sollte das eigentlich kein großartiges Problem sein. Ja, das war der erste Wing, den wir jetzt schon geschafft haben. Ich bin echt begeistert, dass es eigentlich... Es war recht einfach. Ja, der zweite mit dem Trick ging natürlich auch sehr, sehr gut. Damit habe ich ein bisschen gebraucht. Aber dann freue ich mich nächste Woche auf Uldaman. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Gebt einen Daumen nach oben und abonniert, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann nächste Woche zu einer neuen Runde. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.